Hey, ich bin's wieder, Herr Eulrich, und herzlich willkommen zu Lotto Simulator. Ich spiele das Zeit jetzt schon seit geraumer Zeit. Gerne auch mal in den Streams von mir auf Twitch. Und ich dachte mir, komm, machst du einfach mal ein YouTube-Video raus. A, weil ich jetzt spontan Lust drauf hatte, und B, weil, warum nicht? So. Das ist jetzt warum? Und jetzt wollen wir einfach mal beginnen, ne? Wir müssen nämlich noch die Straßenbahn aufrüsten. Den Fahrplan habe ich uns schon heute rausgesucht. Wir befinden uns im Add-on Düsseldorf. Rüsten mal die Bahn dann auf und setzen uns in Bewegung. Jetzt müssen wir den Stromabnehmer hochmachen. Ich hoffe, das Spiel erscheint nicht zu laut später in der Aufnahme, weil ich kriege gerade Ohrenschmerzen, wenn ich die Abfahrglocke höre, weil sich das Spiel einfach nicht leiser stellen lässt. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir nehmen den hier oben. Und können dann schon mal schildern. Waren die 710. Aber mit dem Strich drin, weil wir nicht die volle Linie fahren. Die existiert nämlich so noch nicht. Komm, lassen wir mal aus hier alles. Lassen wir mal überall die Finger von weg. Dann das Spiel jetzt schon ausgeklappt. Dann gehen wir mal kurz so nach draußen. Und müssen dann mit Bild hoch langsam durchscrollen. Durchscrollen. Es fällt mir das Wort nicht ein. Durchrollen. Bis wir zu Düsseldorf Hauptbahnhof kommen. Soweit ich weiß, ging damals die 710 noch ein bisschen weiter. Eigentlich nicht zum Hauptbahnhof, sondern sonst noch bis wohin, wo auch immer. Fuhr gar nicht über den Hauptbahnhof, aber soweit ist nun mal die Strecke bisher noch nicht gebaut. Und deswegen fahren wir halt zum Hauptbahnhof. So. Dann wollen wir uns noch Standlicht reinmachen. Und wir hier so ein bisschen was aufglimmen. Und gehen mal hier hin. Hier müssen wir nämlich überall jetzt noch das Rollband einstellen. An der Seite mit dieser wunderbaren Kurbel. Das dauert jetzt ein bisschen, aber naja, wir haben ja, na gut, noch 5 Minuten. Und da bin ich schon mit dem ersten Rollband fertig. Jetzt gehen wir noch rüber zum zweiten. Das mache ich dann auch mal eben. So. Ja, doch, so passt. Dann setzen wir uns wieder nach vorne. Hier bestätigen wir das Ganze mal. Schon, dass hier sämtliche Inverter kaputt sind in der Bahn. Also alle. Auch schön. Linie 710. Rote, was ist denn das? 44, glaube ich. Ansagen haben wir hier im Fahrzeug nicht. Ich werde jetzt auch keine sprechen, aber egal. Dann setzen wir uns mal in Bewegung. Das Fahrzeug ist so alt, dass wir SIFA nicht haben. Aber wenn ihr wollt, dass hier noch ein bisschen mehr von mir kommt, kann ich ja die anderen Fahrzeuge auch fahren, die damals so in Düsseldorf rumgeeiert sind. Von hier halt mit dem GT8S. Ne, GT8, so rum, Entschuldigung. Bis zum B80D, dem Stadtbahnwagen.
Achso. Bremse komplett anziehen. Dann können wir erst die Freigabe reinmachen. Hier an der Seite möchte keiner raus. Ich mach trotzdem die Tür zu den Reihen. Möchte keiner. Okay, ist noch nicht eingebaut. Auch schön. Und so. Ansonsten geht noch hier in die Richtung, Richtung Krefeld, die 76. Heute U76. Und die fährt jetzt mit uns Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof. Das ist ein GT8S. Das ist der Nachfolger von dem hier. Dem GT8, soweit ich weiß, würde ich das jetzt mal von der Geschichte her ableiten. Das ist schon so ein Mittelding zwischen Stadtbahn und Straßenbahn. Dann kam der GT8 SU. Also das sind dann GT8S, die dann umgebaut wurden, mit Trittstufen versehen wurden, damit sie schon damals in den 80ern im Tunnel fahren konnten, im Stadtbahntunnel, und die B80Ds kamen dann auch dazu. Nun weiß ich nicht, ob das Signal gleich umspringt. Deswegen, wenn wir hier einfach mal schlüsseln, wenn wir uns hier wieder reinbegeben, Tür zu machen. Und uns in Bewegung setzen. Richtung Lorica Straße. Leider ist das Spiel performance-technisch manchmal eine Katastrophe. Deswegen wird es hier hin und wieder mal gerne zu Lags kommen. Aber das soll uns heute nicht stören. Ich möchte einfach die Fahrt genießen. Wie schon gesagt, leckt gerne mal.
Hier unten haben wir, by the way, Pedale für Fernlicht, Sand- und Schienenbremse. Und natürlich die Klingel. Weil wir haben nicht wie in den modernen Fahrzeugen hier so einen schönen Griff oder sowas. Also, naja, modernen Fahrzeugen in Anführungszeichen. Sondern haben hier unten halt das Pedal zum Klingeln. Türchen wieder zu. Musste eben noch was nachschauen. Und wir setzen uns wieder in Bewegung. Unser nächster Halt wird Belsenplatz sein. Das ist so ziemlich einer der Mittelpunkte, die wir auf unserer Linie erreichen, wo man ganz viel umsteigen kann. Hier treffen sich schon so die ein oder anderen Linien. Hier zum Beispiel im Rheinbahnhaus, wo wir gerade eben waren. Fängt die Linie 715 an. Und sonst treffen wir hier noch auf die Linie 705. Das sind zumindest so die KI-Linien, die hier aktuell fahren, die wir weitestgehend auch fahren können, bis auf die Linie, ja, danke sehr, auf die Linie 705, weil die lohnt sich nicht, die endet halt hier, weil da noch die Karte nicht weitergebaut wurde. Das Ganze ist noch, wie man da oben sieht, EA Lotus Simulator mit dem Schwimmwasserzeichen im Early Access. Seit dem ein oder anderen Jahr schon. Aber gut. Ich sollte nicht meckern, ich kann es besser nicht. Nicht besser, so rum. So. Blinker setzen. Und aufs Abfahrtssignal warten. Geht doch. Hoppala. War noch grün. Fahrt.
So. Zum Fahrzeug. Das Fahrzeug ist etwa gute 60 Jahre mittlerweile alt. Vom heutigen Stand 2023 aus. Ausgesagt so. Ja, ziemlich genau 60 Jahre. Und leider nicht mehr im normalen Regelbetrieb unterwegs. Es gibt noch so einen historischen Verein von der Rheinbahn, wo sämtliche Fahrzeuge untergebracht sind, meines Wissens nach, die so ein bisschen zur Geschichte beitragen. Und manchmal fahren die halt noch in Düsseldorf rum. Jetzt befinden wir uns auf der Oberkasseler Rheinbrücke. Die wurde ursprünglich von der Rheinbahn gebaut, wurde aber die alte Brücke im Zweiten Weltkrieg zerstört, meines Wissens nach. Und dann hat man halt die hier hingebaut. Die Karte spielt im Jahr 1981, kurz bevor die Stadtbahn eröffnet wird. Und heute ist hier links an der Seite eine Haltestelle der Stadtbahn und geht dann hier in den Tunnel eine Rampe hinab, in den Tunnel hinein. Schaffen wir doch! Das Spiel lag auch bei mir. Leider gibt es in Düsseldorf seit etwa einigen Jahren etwa den üblichen Straßenbahnbetrieb, so wie wir ihn jetzt hier sehen, nicht mehr. Auch in der Innenstadt ist keine Straßenbahn mehr anzutreffen, bis auf manche Linien, die am Hauptbahnhof rumfahren. Dann aber nur noch mit Niederflur, nicht mehr mit den üblichen Stadtbahnwagen. Die fahren schön im Tunnel. Weiche stellen, wir wollen nicht rechts rum, wir wollen links rum. Und hier hinten ist eine provisorische Tunnelrampe zu sehen. Der Tunnel ist zwar auf der Karte hier noch nicht gebaut, aber soweit ich weiß, soll der noch gebaut werden. Vielleicht ist er ja bei dem nächsten Update dabei. So. Wir sind abfahrtbereit. Dann fahren wir auch direkt los. Nicht lange rumstehen und die Minute abwarten. Nein, wir fahren direkt weiter. Und kommen nun zum Jan-Wellem-Platz.
der auch heute nicht mehr so aussieht, wie wir ihn hier vorfinden. Heute stehen überall Häuser. Wie schon gesagt, bis vor ein paar Jahren fuhren in Düsseldorf noch die Straßenbahnen, also ein paar noch in der Innenstadt. Jetzt sind sie auch komplett raus. Jetzt fahren sie nur noch am Hauptbahnhof ein bisschen rum. Aber vielmehr auch nicht mehr. Der Jan-Wellen-Platz hat nun keine Straßenbahn mehr. Ampel, sei mit mir und gebe mir Fahrt. Oh ja, das ist schön. Oh, sie hat sich anders überlegt. Nee, dich lasse ich doch nicht durch. Aber nicht mit mir. Hoppala, sondern muss ich doch die Schienenmagnete benutzen, die Glasmagnete. Auch hier möchte niemand raus. Gut, fahren wir weiter. Sobald das Signal auf Fahrt springt. Was machen wir hier? Mitten auf der Kreuzung stehen? Na gut, soll mir recht sein. Solange du mir nicht im Weg stehst, ist mir das egal. Dazu muss ich nämlich aus meiner Bahn aussteigen und dein Auto anklicken, damit du einfach verschwindest. Rollen. Ich möchte nicht, dass wir rollen. Man merkt vielleicht, ich halte gerade eher meine Klappe. Das liegt daran, weil mir der Gesprächsstoff ausgeht. Ich weiß nicht so viel zu dem Bereich hier von der Karte, was ich dazu großartig labern könnte. Und ich ist dann halt doof, so, ne? Ein bisschen sehr ruhig, ich weiß. Aber ich denke, ich werde hier mal ein bisschen Musik drunter legen, weil sonst ist das Spiel ein bisschen sehr ruhig. Ich achte jetzt auch gar nicht mehr auf den Fahrplan. Ich will jetzt einfach nur zum Hauptbahnhof. Oh, da steht der Kollege. Der fährt in die Gegenrichtung. Richtung Lorek.
Achso, wollte hier jemand raus? Ach, muss halt stehen bleiben. Wollte hier jemand raus? Ja, jetzt will wahrscheinlich jemand raus. Ja, es ist mir jetzt Banane. Genau, laufendes Stück. Also, die Person, die draußen stand. Und das hier ist jetzt eigentlich das Stück ab Berliner Allee, wo die 710 damals nicht mehr fuhr. Aber wie gesagt, die Karte wurde nicht weitergebaut und deswegen bisher. Und deswegen fahren wir hier zum Hauptbahnhof. Und dann gleich noch in die Schleife rein. In die Kehrschleife. Und irgendwie weiß ich nicht, wie ich den Satz beenden soll. So. Das Wochenende. Ja gut. Soll mir recht sein, wann auch immer das Video kommen wird. Bei mir ist gerade Montag. Ich weiß nicht. Ist irgendwie unpassend. Nein, wir wollen geradeaus weiter. Oh Gott. Das war knapp. So, dann würde ich mich für jetzt auch verabschieden. Ich möchte auch gerne die Leute rauslassen. Die Leute wollen nicht raus, dann ist mir doch egal. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, was auch immer es sein mag. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich noch die anderen Fahrzeuge und die Linie 76 fahre, dann schreibt das einfach mal in die Kommentare und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal Video wieder so rumschossen.